nächste Frage hat der Reitschuster. Also wir haben seit gestern anscheinend die schlimmste Mutation der Menschheitsgeschichte hier. Dann ist die Frage, warum haben wir Lockdown-Stufe 1, also die mildeste Lockdown-Stufe? Ganz ungewöhnliche Töne aus Südafrika. Genau darum ging es heute auch auf der Bundespressekonferenz, wenn auch aus einem anderen Blickwinkel. Und vergangene Woche habe ich noch als Überschrift eines Videos gewählt, wie Journalisten die Regierung drängen, im konkreten Fall zu Quarantänehotels. Und voilà, heute haben wir diese Quarantänehotels von ihren Medien bestellt und von der Bundesregierung geliefert. Ohne dass jetzt groß darüber berichtet wird, aber schauen Sie es sich selber an. Und dann haben wir noch eine Nachricht vom BMI. Ja, ich wollte noch mal bei der Gelegenheit, auch wenn es nicht gefragt wurde, darüber informieren, wie derzeit die Situation bei der Einreise aus Südafrika und anderen Virusvariantengebieten geregelt ist. Da ist ja am Wochenende viel passiert innerhalb der Bundesregierung und deswegen betrifft es ja auch Reisende, die nach Deutschland fliegen. Also im Prinzip gelten die Regelungen der Coronavirus-Einreiseverordnung fort. Das heißt, wer aus Südafrika nach Deutschland reisen darf und einreisen darf, muss 14 Tage in Quarantäne. Neu ist, dass man bei Einreise sich einem PCR-Test unterziehen muss. Das heißt, die Reisenden aus diesen Flügen werden an den Flughäfen, das betrifft in Deutschland im Moment Frankfurt und München, in gesonderte Bereiche geführt, werden dort einen PCR-Test durchlaufen und nach dem Testergebnis wird dann weiter entschieden. Ist der Test positiv, dann entscheidet das Gesundheitsamt über die Unterbringung. Man muss davon ausgehen, dass man in Quarantänehotels in Flughafennähe oder jedenfalls in den umliegenden Gebieten untergebracht wird. Also auf gut Deutsch, selbst wenn Sie 10 Kilometer weiter wohnen oder noch weniger in der Stadt, dann müssen Sie ins Quarantäne, Anführungszeichen Hotel, und dürfen nicht mehr heim. Das ist schlicht und einfach Freiheitsentzug und so sollte man es auch ehrlich nennen. Der Test negativ, dann kann man in häusliche Quarantäne und alle Reisenden sind verpflichtet, sich am 5. und am 13. Tag erneut einen PCR-Test zu unterziehen. Es gibt keine Möglichkeit, sich innerhalb der 14 Tage frei zu testen. Hat Herr Jung die letzte Frage. Herr Sabat, hat sich die Kanzlerin angesichts von Omikron in den letzten Tagen nochmal von den Virologinnen ihres Vertrauens beraten lassen? Virologinnen Ihres Vertrauens? Und was ist mit den Virologen? Oder höre ich das Gendersternchen nicht mit? Entschuldigung, Entschuldigung, aber Virologen Ihres Vertrauens, das klingt für mich nach etwas anderem, was ich hier gar nicht so sehr auszusprechen wage. Also ich gebe Ihnen hierüber nicht ein, über einzelne Gespräche natürlich nicht Auskunft. Die Bundeskanzlerin hat sich immer wieder und auch zuletzt von Virologen, Epidemiologen, Experten für den öffentlichen Gesundheitsdienst beispielsweise in der Pandemiepolitik beraten lassen. Und nach meinem Kenntnisstand vor allem von denjenigen, die stramm auf Linie sind und nicht von Kritikern. Ich habe Sie ja gefragt, warum sie mit anderen nicht spricht. Die Antworten waren ausweichend. Aber das kennen Sie, man kann das nicht endlos wiederholen. Für wie gefährlich hält die Kanzlerin diese neue Variante? Soviel ich weiß, ist die Kanzlerin immer noch keine Virologin. Sie ist zwar promoviert, aber in Physik. Naja, natürlich ist das eine. Also erstens mal muss man sagen, wir mussten immer damit rechnen, dass nochmal neue Varianten des Virus entstehen könnten. Diese Sorge stand ja immer im Raum. Ja, und man verwickelte sich dabei immer wieder in Widersprüche. Mal hat Herr Wieler, Chef der obersten Bundesbehörde des RKI, gesagt, je mehr man impfe, umso größer die Mutationsgefahr. Dann sagte er das Gegenteil. Als Laie kommt man da eigentlich gar nicht mehr mit. Nun wissen wir noch viel zu wenig über diese Variante Omikron. Was wir aber wissen, ist, dass sie Omikron heißt, obwohl sie eigentlich Xi heißen sollte, der Reihenfolge im griechischen Alphabet nach. Aber das wollte man dem Staatschef des kommunistischen China, Genossen Xi, nicht zumuten, die Variante Xi zu nennen. Und natürlich wissen wir auch noch nicht genügend darüber, wie die derzeit eingesetzten Impfstoffe konkret wirken. Da muss man jetzt, und das geschieht ja wirklich in Windeseile jetzt, die Untersuchungen abwarten. Insofern ist das sicherlich ja ein Element, das jetzt in diese Pandemielage hineingekommen ist, das alles noch ernster macht.
So, und jetzt raten Sie mal, was jetzt kommt. Der Aufruf zu dem, der immer kommt, man könnte, ich glaube, fragen, was man wollte. Es käme immer dieser Aufruf. Jetzt reinhören. Und dass auch die Aufforderung, sich impfen zu lassen, sich die Auffrischungsimpfung zu holen, noch einmal dringlicher macht. Denn das ist ja der Rat der Experten. Auch wenn wir es noch nicht genau wissen, ist es doch wichtig und sinnvoll, sich diese Auffrischungsimpfung zu holen. Ja, wir wissen es nicht genau, aber es ist sinnvoll, es zu tun. Mit diesem Satz könnte man die gesamte Pandemiepolitik der Regierung zusammenfassen. Es ist jetzt etwas polemisch von mir, denn Herr Seibert meint etwas anderes. Er bezieht sich darauf, dass in seinen Augen nach anderen Untersuchungen das sinnvoll ist. Er drückt das nur sehr unglücklich aus, aber dieses undrückliche Ausdrücken ist sehr symbolisch. Und ansonsten Kontakte reduzieren, Abstand einhalten, Maske tragen. Ja, genau, Maske tragen, das sieht man ja bei Ihnen, Herr Seibert. Sie haben ja hier die Maske auf, oben auf dem Podium, wo Sie auf die Journalisten sprechen. Die Journalisten müssen die Maske aufhaben, Sie nicht, aber Sie rufen ohne Maske dazu auf, Maske zu tragen. Genial. Das sind die wirklich wirksamen Instrumente und sie sind gar nicht so schwer. Wenn das gar nicht so schwer ist, Herr Seibert, warum setzen Sie dann die Maske da vorne nicht auf? Sie sind eigentlich leicht und wir... Ja, umso mehr, Herr Seibert. Ich würde Ihnen ja gerne eine Maske mitbringen beim nächsten Mal, umso mehr, als es leicht ist. Aber Sie wissen ja, nach den neuen Regeln kann ich nicht mehr rein. Alle kennen Sie seit anderthalb Jahren. So, da verkneife ich mir jetzt das zu sagen, was ich da gerne noch sagen würde. Wer das jetzt beherzigt, kann sich auch gegenüber Omikron, denke ich, ein gutes Stück Sicherheit holen. Aber es ist natürlich sehr ernst zu nehmen und die Wissenschaft wird uns sehr bald wissen lassen, was genau von dieser Variante zu halten ist. Also wenn wir hier wirklich den Killer-Virus Nummer 1 haben, die Mutationen des Grauens in Südafrika, stellen sich halt folgende Fragen. Also ich bin vor Ort, ich kann es einschätzen. Es ist wirklich so. Also wir haben hier anscheinend die krasseste Mutation mit einer Problematik, dass keiner davon weiß. Also hier in Südafrika ist das noch nicht publik. Vielleicht sollte man das schnell ändern, weil es ist ja schließlich in Südafrika. Aber grundsätzlich gibt es hier, was das angeht, keine Kommunikation, weil keiner weiß, von was wir reden. Jo, um das einfach mal einzuschätzen, wir haben hier natürlich auch Beschränkungen. Und zwar sind die in 5 Stufen eingeteilt, also so 5 Lockdown-Stufen. Man darf das Wort Lockdown jetzt aber nicht mit dem Lockdown verwechseln, den wir vielleicht kennen. Also Lockdown, ich mach's mal so, Lockdown-Stufe 5 ist das Schlimmste, was geht. Das ist die Apokalypse. Und die Stufe 5 ist vergleichbar wie bei uns 2019. Nur, dass die Geschäfte früher zu haben und dass man eine Mund-Nasen-Bedeckung aufhaben muss. Die Mund-Nasen-Bedeckung ist so ein, ich nenne es nicht, der Sleeve-Schal, den manche auch beim Joggen tragen, der so ziemlich alles durchlässt, außer halt den Virus. Und, sag ich mal, die Leute da auch relativ kreativ geworden sind, wie man den trägt. Also die Lieblingsvariante von mir ist die hier, also am Hals. Manche tragen es dann so. Es gibt auch die Ohrenvariante. Und es gibt aber tatsächlich auch Leute, die das dementsprechend so tragen. Die Bediensteten meistens so. Das ist die Einschränkung, die wir haben. Allerdings haben wir jetzt seit gestern nicht Level 5, sondern Level 1. Also lockerer geht es nicht. Das heißt, wie gesagt, alles ist offen, alles ist fein. Und es gibt, sage ich mal, wie gesagt, wir tragen hier diese FFP3000-Masken, die super sind, aber es gibt tatsächlich auch medizinische Masken, allerdings nur in Kapstadt, also in der Großstadt. Und wir schließen meistens auch Wetten ab. Also wenn jemand eine medizinische Maske aufhat, dann gewinnt man meistens die Wette, wenn man auf Deutschland getippt hat. Jo, ansonsten gibt es das Thema medizinische Masken. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Ja, genau. Also wir haben seit gestern anscheinend die schlimmste Mutation der Menschheitsgeschichte hier. Dann ist die Frage, warum haben wir Lockdown-Stufe 1, also die mildeste Lockdown-Stufe. Vielleicht wird es noch angehoben, das ist Status Quo. Heute ist, wie gesagt, Freitag. Ja, und die andere Frage wäre, jetzt sollen ja Reisebeschränkungen auferlegt werden, weil es hier unten so schlimm ist. Dann ist die Frage, warum dürfen Businessreisende noch rein und Privatreisende nicht? Vielleicht ist das wirklich nur privater Virus in dem Fall, die Variante. Nächste Frage hat der Reitschuster.